Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, mit dabei ist auch wieder der liebe Eve Entertainment TV. Servus, Leute. Und jo, wir sind jetzt, wie gesagt, in der letzten Folge haben wir ja den Greif getötet. Und jetzt ist der Philipp zumindest dabei, seine Belohnung abzuholen. Genau, ich hole die Belohnung. Und die Eve macht die Arbeit. Macht die Drecksarbeit. So gehört sich's doch, oder, Leute? Aber es war mal interessant, auf jeden Fall, gegen den Greif zu kämpfen. Er war sehr stark. Und vor allen Dingen hast du dich auch sehr gut angestellt. Ja, bis auch am Schluss ein bisschen, da habe ich ein bisschen geschlagen. Ja, gut. Mit Ausweichen oder sonst. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg zu dem König, um unsere Belohnung abzuholen. Wo laufe ich denn jetzt eigentlich hier lang? Nicht mehr lang. Oh, das ist nicht so gut. Das war da? Ja, eigentlich nicht. Oh, die Wölfe da. Naja. Die rennen die da hinterher? Nein. Die trauen sich nicht dorthin, wo die ganzen Menschen sind. Ach so, wenn so viele Menschen da sind. Ah, da, finden sie ja. Da sind nicht so viel Chance. So, jetzt holen wir uns mal unsere Belohnung ab. Genau. Mal schauen, was es ist. Igluir. Okay. Was zum Teufel ist das? Ron! Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben! Das wusste ich nicht! Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie! Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein! Bei den Göttern, nein! Er kennt das Gesetz auch gut, hä? Jo. Mittelaltergesetz. Bekommen die erstmal den Arsch versohlt. Was? Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greif nicht getötet. Wie du mir. Ich dir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Wir sind immer an, oder? Ja, ich bin immer an, das Geld. Geld ist ja mal uns hart verdient, oder? Warum auch nicht? Weiß man, wie viel das ist? 150 Kronen, das ist gut. Ja. Was haben wir später bekommen für den also nicht für den Ausgang, sondern wo man die Leute begutachtet haben, oder wenn man zum Beispiel beim König was klaut, bekommt man dann mehr. Es kommt drauf an, was halt drin ist, das weiß man so. Vorher nicht. Ist jetzt gut 150 Kronen? Ja, ich finde es eigentlich gut. Was kann man dann mit dem Geld kaufen dann? Du kannst zum Beispiel Dings kaufen. Was ist denn wohl? Ne, es ist ja gar kein Wolf. Hier kann man zum Beispiel auch Wolfsfell aufnehmen, damit kannst du Rüstung herstellen, Waffen herstellen. Ah cool, dann brauchst du nicht immer das Geld. Dann brauchst du nicht unbedingt das Geld. Und das Geld kannst du dann irgendwo dann kaufen im Laden, dann die. Ja, zum Beispiel kannst du dir Heiltränke kaufen für das Geld. Nahrung, Wasser kannst du dir kaufen. Okay, cool. Und insgesamt haben wir wie viel? Momentan. Das müsste ich mal kurz nachschauen. Ja, wenn ich könnte, ja. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ah doch, da oben steht 450, ja. Schlecht. Ja, ist nicht ganz verkehrt. Ich würde sagen, wir rufen mal unser Pferd. Wir müssen ja eigentlich gar nicht großartig in der Gegend rumtappen. Wir können unser Pferd nehmen. Ja, Mann, der Blödsinn. Ja. Blödsinn ist ein cooler Name, das stimmt. Sieh doch mal die richtig geile Grafik. Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn. Siehst du, also Nachtrhythmus? Wir haben jetzt fast 20 Uhr. 20 Uhr. Ich bin gespannt, jetzt ist willkommen in die Nacht oder rein. Weniger die Abenddämmerung. Das ist Abendrot. Ist das im Sommer eigentlich, oder? Sommer, ja. Klar, das ist... Oh, das erinnert mich, wenn ich das sehe, das ist... Das erinnert eigentlich gleich an die schönste Jahreszeit. Gell, es ist wahnsinnig. August, das ist einfach... Oh, ich am liebsten, wenn ich jetzt die Grill anschmeiße. Ja, ich bin auch ein Sommermensch, ganz ehrlich. Wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, könnt ihr gerne in die Kommentare mal schreiben, was ihr so für... Was ihr eure Lieblingsjahreszeit so ist. Genau, also... Würde mich auch mal interessieren, eigentlich. Klar, Linda hat auch seine schöne Sache. Dann fällt er ins Bett und stößt sich ganz doll. Und am Morgen hat er die
Man lernt nie sehr aus. Musikalisch auf jeden Fall. Schön, schön. Jetzt geht's. Wie gesagt, es sind so kleine Details von dem Spiel, wo auch einfach mal cool sind. Kätzchen. Nee, nee, komm, lass mal in Ruhe. So kleine Tiere müssen wir nicht töten. So, ja, sind wir wieder bei unserem Kollegen. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Nehmen wir das. Zeit, dass wir aufbrechen. Mhm. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Das bringt aber nichts. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Ja, eigentlich nicht. Das wäre schon cool, Schläger. Ja, ich hätte nichts dagegen. Bisschen Action. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine themerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserliche magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Ja, die geht auch auf. Lass mich los! Jetzt. Ja, das erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Ich glaube, die wollen es wirklich wissen. Ja, also, los geht's hier. Nach. Ihr Arschgeigen. Das sehe ich. Mit ein. Und let's go. Hier. Reißt die Eier auf! Ich sehe leider nicht so viel. Ich muss rennen, bevor. Oh, okay. Das war ja nix, das war ja zum Warmwehr. Ja, das Spiel ist leider nur für Erwachsene. Ich darf nicht mal noch Kennzeichen. Schon gut. Ja, das ist ja nicht so schlecht, Eve. Geh weg! Also, ich hab lass schon mich gehört. In Ruhe! Ich hab vielleicht angefangen. Ein bisschen zu sein hart. Sein Gesicht, Götter, erbarmt euch! Verschwindet und kommt nie wieder! Kurz erstmal. Warum sollen wir nicht wieder? Ja, weil wir zu, zu extrem die getötet haben. So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir. Wir sollten die eigentlich nur vermöbeln und nicht töten. Ja, die haben doch angefangen mit dem ja, Schwert. Klar. Schon. Ich glaube, die hätten uns auch nicht Hand gehalten. Nee, ist richtig. Oh. Die Schlägerei. Haben wir nicht angefangen. Schlägerei. Ah, wer kommt denn da? Oh, lecker Milch. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Jen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysima. Macht die Pferde bereit.
Ich sitze seit 6 Monaten im Sattel. Ich habe dich 2 Jahre nicht gesehen. Können wir nicht kurz? Leider können wir nicht. Es erwartet dich jemand, Geralt. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser M hier war Emrys. Oder für die Vertrauteren, die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Muss ja ein verdammt tolles Angebot gewesen sein. Es gibt nicht viele Dinge, für die du deine Freiheit aufgeben würdest. Und noch weniger Leute. Je eher wir aufbrechen, desto schneller erfährst du es. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vesemir. Und bis bald. Gehen wir wieder zum Vesemir? Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Haben wir es ja doch schneller gefunden, wie gedacht. Die Yennefer, ist das die? Das ist sie, ja. Yennefer von Ringenberg. Oder das ist deine Tochter, oder? Nee, das ist nicht seine Tochter. Das ist die... Das ist die, wo wir am Anfang gesehen haben. Wo in der Badewanne... Wo in der Badewanne lag und sie... Und dort... Aber nicht seine Frau, oder? Oder doch? Weißt du, also ich will es nicht falsch sagen. Nicht von dir aber auf jeden Fall ist das schon eine Heise. Ja. So viel kann man schon mal sagen. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Los jetzt! Oh, ist nicht gut. Natürlich auch Zauberin, Hexerin. Ich glaube, das habe ich mal bei dir gesehen, kann das sein? Die Folge? Ist gut möglich. Wo wir mal anfangen, ja. Du warst ja auch relativ noch am Anfang. Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt. Doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vysimar. Die Karten holen sich. Vysimar. Fühlt man sich doch gleich wohler, oder? Ja. Gleich von 3 Frauen. Ich habe leider nur eine. Du nicht kann. Kann man eine aussuchen? Das muss reichen. Du meinst, es kümmert er mir, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht? Das war der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Cladwin, bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit.
Dann müssen wir so Kleider auswählen jetzt, gell? Glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Oh. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen, bitte, und stillhalten. Jetzt kommt der Papier. Das hat man in Frankreich. Yves kennt sich aus. Ja. Wie steht es? Laufen die Vorbereitungen für die Audienz nach Plan? Ja, General. Der Herr wird einigermaßen präsentabel sein. Wer ist der Typ? Auch ein Barbier? Nein. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Yennefers Eskorte. Das waren meine Männer. Alle. Für wahr. Waren. Denn keiner von ihnen ist nach Vysima zurückgekehrt, oder? Ich möchte wissen, was auf der Straße passiert ist. Könntest du mich erleuchten? Du hast Zeit. Und ein Rasiermesser am Hals. War das jetzt eine Drohung? Deine Männer sind in der Schlacht gestorben. Das passiert mit Soldaten. Ich sehe, dass ihr Schicksal dich nicht übermäßig berührt. Stimmt, aber ich nehme an, das Schicksal der Leute, deren Land sie eingenommen haben, hat sie auch nicht übermäßig berührt. Nordlinge, man kann sie baden, rasieren und einkleiden, aber ihnen Manieren beibringen, das ist etwas für Fortgeschrittene. Ebenfalls sehr erfreut. Fertig. Soll ich ihn nochmal gegen den Strich rasieren? Nein, er geht selbst schon ausreichend gegen den Strich. Lebt wohl, Hexer. Oder besser, bis bald. Gut, der Herr kann sich nun ankleiden. Vielfach gut in Form, cool muss. Ja, auch einige Narben schon. Hielt ich keine genauen Narben hat es was erlebt. Wenn etwas scheuert, wird unser Schneider es anpassen. Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Der scheint keinen Bock zu haben. Okay, jetzt können wir uns hier was aussuchen. Jetzt sind wir in der kaiserlichen Audienz. Wir müssen uns quasi ankleiden. Ja, jetzt dürfen wir uns hier... Das ist für den Herrn. Genau, dass er auch keine... Dass er keinen Koller zu meckern hat. Wenn er uns sieht. Er keinen Augenkrebs kriegt. Ich bin mal gespannt, was mir da für Fummel habe. Was findest denn du am schönsten, Yves? Ich finde eigentlich alles drei zum Kotzen. Es sieht alles drei. Du hast jetzt geblieben, gell? 21 Uhr. Das ist nur, wenn wir rausgehen, glaube ich. 21 Uhr ist es aktuell, ja. Kann man das auch anprobieren, wie es ihm steht? Wenn man so ja, klar. Also ich bin gespannt, was wir mal auswählen. Okay, das können wir jetzt kurz anziehen. Müssen wir natürlich wieder alles manuell machen. Schade, das geht nicht. Ach du Scheiße. Der ist schon cool. Süß. Ja. Das sieht ja mal richtig scheiße aus. Oder? Wir sehen uns wie so ein Hampelmann. Sollen wir nicht mehr mal anders probieren? Nur eins noch. Also wir können ja alle drei behalten, von dem her. Ja, ich würde sagen, wir nehmen dann das. Das sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus. Ja, komm, wir gehen so rein. In so einem Rock. Oh. Die das sieht immer richtig rein. Scheiße aus. Nee, das kann man nicht bringen. Ja, so. Nur welche Hose? Doch, wir könnten das anlassen. Das sieht eigentlich relativ okay aus. Oder? Ja. Okay. Und da heißt es, Kleider machen keine Leute.
Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Tern des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Ich bin doch kein Wildschwein. Ich weiß, wie man sich verneigt. Zeige er es mir bitte. Also später machen wir noch einen Fehler. Das müssen wir jetzt lernen, gell? Ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straße. Nicht für den Kaiser von Nilfgaard. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Wie war es jetzt? Ich hab's vergessen. Ich muss das echt aufschreiben hier, warte mal kurz. Weil das ist später, muss ich nämlich wissen. Das ist nicht dein Ernst. Es ist durchaus mein vollster Ernst. Kennt der Herr die Strafe für Übertretungen der Etikette in Gegenwart des Kaisers? 200 Peitschenhiebe. Dies wünsche ich ihm nicht. Daher werde ich ihn nicht eher gehen lassen, als bis ich überzeugt bin, dass er sich zu betragen weiß. Weißt du es noch, Eve? Ich hab's vergessen. Ich hab's mir nicht gemerkt. Machen wir jetzt erst rechts. Ich glaube, ist da was. Machen wir kurz linkes Bein. Und keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Das ist der Falsche. Komme er mit mir. Nee, es war richtig, oder? Nee, es war falsch. Oder richtig, ich kann auch sagen. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwendet. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Ingrimi ep art kerser, date wenn Adan in Karn ep Morwut, em hier war em reis. Verneigen. Jetzt mach linkes Bein vorne. Verneigen. Gut, wir hätten jetzt auch entscheiden können, uns nicht zu verneigen. Eure kaiserliche Majestät. Area ep to order. Evelien, namin wat gern wavort. Schon mal ein gutes Zeichen, oder? Mhm. Wenn wir uns nicht gleich rauswirft. Warum hättest du, was wäre passiert, wenn wir es nicht wissen? Ich dachte, du beugst das Haupt vor niemandem. Ich wollte den Kämmerer nicht enttäuschen. Wir sind Freunde. Das ist ein Kupplerbakalfreund. Gleich mal einen Korb gegeben. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann. Sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen. Und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun. Nach der Audienz. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel.
Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Hm. Spart euch die Großzügigkeit für die Leute, deren Häuser eure Armee niedergewalzt hat. Das tue ich wegen Ciri, nicht wegen eures Goldes. Deine Motive interessieren mich nicht. Nur Ergebnisse. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Was für ein Arsch. Sind aber alle Könige wahrscheinlich. Ja, der andere war ein bisschen der Italiener. Das ist ja, aber der ist ja... Naja. Ja, weißt du, wir haben irgendwie ein cooles Strafverhältnis mit ihr, also Tochter da, oder? Ja, es ist halt die Tochter für sie. Es sind viele ehrenhafte Gäste im Palast, die der Herr verabscheut, nicht belästigen darf. Der geht mir am meisten auf den Sack davon, ja, der Mieter. Das ist im Prinzip jetzt unsere nächste Mission, oder? Genau. Was? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Heremar der Zweite, Prinz von Elassian. Es war in Novigrad. Er, Annen, Ratslieden in Enet. Es tut dieses Auer an Nen verheer. Es ist Hit, Tasside F, Bernsa, Nen, Matzner. Nen, Konfortel, Annen, Matzner. Es war...